Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld, natürlich mit mir, eurem Sunny. Eigentlich wollte ich ja nur eine Folge aufnehmen, aber nachdem das jetzt so gut geklappt hat mit dem Bohren und so, will ich einfach sehen, wie es weiterläuft und gucken, wie schnell wir da und wie viel Uran wir da rauskriegen. Es muss ja im Verhältnis zu den anderen ja doch genervt sein, denke ich mal, dass wir da nicht mit einem Mal bohren, da irgendwie 75 Uran rauskriegen, weil ehrlich gesagt, dann sind wir durch. Dann sind wir fertig. Dann kann ich das Raumschiff vielleicht auch ein bisschen größer bauen. Aber das wäre mega krass. Und ehrlich gesagt, jetzt wo ich das halt ausgetestet habe, ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, dass das Ding halt nicht anzeigt, auf was es für einem Gebiet steht, sage ich jetzt mal. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ganz kurz, Zeit ist ja irgendwie das, was man noch am ehesten hat. Das wäre jetzt gut, wenn ihr euch darum kümmern würdet. Das ist doch Heimatgebiet, oder? Ja. Okay, Rocha ist auf dem Weg. Vor allem wäre es echt gut, wenn ihr euch als erstes um das Feuer auf dem Ding da kümmert. Sehr schön, okay. So, das ist jetzt an Strom angeschlossen und dann hoffe ich, dass hier auch gleich mal. Wer war das? Lay Strut hat sich vor allem darum. Ja, da ist er auch schon. Ne, Snotface. Snotface arbeitet jetzt daran. Geht das da auch so schnell? Also, es dauert halt doch ganz schön, ne? Also, wenn wir davon ausgehen, das ist das normale Tempo. Ein Handelsschiff. Nolan. Walten Sie Ihres Amtes. Dann dauert es halt doch schon ganz schön, sich da durchzugraben. Aber ja, also jetzt, wo ich es getestet habe, finde ich es nicht so schlimm. Aber ich finde es nicht unbedingt realistisch. Das bleibt dabei. Ich denke, dass Gott, das ist ein miserables. Oh weia, was habe ich denn da für furchtbare Sachen eingesammelt? Oh Gott. Ja, der Rest. Braucht da nichts von. Wir könnten mal eine Schutzweste theoretisch kaufen. Wir können es aber auch lassen, ehrlich gesagt. So. Okay. So, mal gucken, wie viel da gleich dann rauskommt. Bin mir echt gespannt. So, machen wir mal jetzt mal langsam und 74 Uran. Bitte was? Ernsthaft? Krass genervt gegenüber den 75 von dem anderen Ding. Ich schätze mal, das war dann, weil sie nicht gut genug war oder so, dass es nicht. Alter. Der trägt mal 75. Was eigentlich ist diese Mengeneinheit? Einheiten? Weil 75 Einheiten Uran, wenn das die gleiche Menge an Einheiten ist wie Stahl, wäre das kacken schwer. Also so richtig schwer. Also so richtig, richtig meine ich. Ja, dann könnten wir jetzt Struktur. Nee, Raumschiff. Raumschiff. Oh, wir haben nicht genug Bauteile. Ah, okay, der muss immer mit der Kopfseite oder der Bodenseite. Nee, der Kopfseite verbunden sein. Ah ja, okay. Das heißt, hier würden wir jetzt drei Stück rankriegen. So. Mache ich hier noch einen Träger ran. So. Okay, es wird echt ein hässliches Schiff. Es wird echt ein wirklich, wirklich hässliches Schiff. Ja, den Ambrosia habe ich sowieso wieder vergessen, bis er reif ist. So. Dann brauchen wir Bauteile. Ja gut, dann müssen wir hier jetzt einfach mal Aufgabe, produziere mal Bauteile. Ja, mach mal. Braucht davon richtig jetzt welche. Mach mal. 150, was soll's? Ganz ehrlich, wir haben's ja. 25 Stahl, was soll's? Was soll's? Ja, der Sunny wird spendabel. Das Ding machen wir aus. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil wir haben jetzt tatsächlich unseren St alles zusammen, was wir haben wollten. Das ist so krass einfach. Nein, nicht abreißen.
Statusbericht. Kühlkapsel. Okay, fehlt noch. Was braucht es hier? Stahl, Plaststahl. Oh, Plaststahl fehlt. Eventuell fehlt etwas Plaststahl. Ja, das dürfte... Die brauchen auch Plaststahl, ne? Nö. Wir brauchen die tatsächlich nicht. Okay. Ja, dann haben wir ja alles. Ja, dann wird das ja wahrscheinlich so schon funktionieren. Der Plaststahl da ist raus. Da haben wir auch keinen mehr. Gut, aber wenn alle Stricke reißen würden, dann würden wir jetzt halt auf die Suche gehen nach Plaststahl. Tiefenbohrer. Ich meine, klar, es wäre jetzt angenehm, wenn man nicht halt immer einsetzen müsste oder so. Aber wenn ich das richtig nachgelesen habe und es kostet uns gerade mal 75, also man bekommt, glaube ich, 75 Stahl wieder, wenn man das Ding auseinandernimmt. Und zwei Bauteile, das heißt, man verliert nur ein Bauteil und 25 Stahl. Das ist also, wenn man die Bauteile selber herstellen muss, verliert man gerade einmal 50 Stahl. Wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich das Ding aber auf Stahl setze, was ja auch recht wahrscheinlich zu sein scheint, ich, keine Ahnung, mit einem Neunerfeld, 18 mal 75 Stahl abbaue, machen wir es uns mal einfach. Wir sagen, 18 mal 100 wären 1800. 18 mal 25, 25 mal 4 wären 100. 16 wären 400, also 450 abziehen von den 1800. Ja, bei 1350. Wir müssten, also wenn ich mich nicht verrechnet habe, machen wir 1350. 1350 Stahl mit dem Ding hier. Ja, mit diesem Ding, so wie wir es hier hingesetzt haben. 1350 Stahl. Dann ist es, dass wir hier dann eventuell mal einen gesetzt haben, den wir nicht brauchen. Ja, das ist relativ. Also, ne? Muss man schon zugeben, dass das dann nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ehrlich gesagt, unser Hauptproblem ist jetzt fast, dass der hier wahrscheinlich echt langsam unsere benötigten Bauteile produziert. Daran habe ich nicht gedacht. Ich hätte ihn wohl schon viel länger mal produzieren lassen sollen. Aber ich habe halt meine Stahlvorräte schonen wollen. Da habe ich nicht so richtig dran gedacht. Wir könnten den hier noch mit einschalten, dann geht es sogar noch einen Zacken schneller. Mit dem Stahl wieder zu produzieren. Wir haben jetzt doch recht wenig Stahl, muss ich sagen. 1297 ist für uns eigentlich sehr wenig, muss man zugeben. Und da können wir mal ein bisschen mehr gebrauchen. Aber jetzt ist es halt wirklich nur noch Grinden. Also tatsächlich, wir sind durch. Es ist so krass. Also zwei Folgen vielleicht noch. Dann sollten wir das alles fertig haben, dass wir hier den Planeten verlassen können. Es ist so krass, oder? Das hätte ich nie gedacht, aber nie. So, hier haben wir jetzt drei Stück. Da können wir noch mal drei Stück wahrscheinlich hinbauen. Na, nee, nur zwei, ne? Wir brauchen ja hier einen Abstand. Also eins, zwei. Das passt da nämlich schon nicht mehr. Hier können wir drei hinsetzen. Da müsste ich ja nicht einfach die Ecke wegbauen. Das geht ja. Hier eins, zwei, eins. Und der passt nämlich nicht. Das ist doof. Aber gut, es geht halt nicht anders. Eins, zwei dann auf die Seite. Drei auf die Seite sind fünf. Hier eins, zwei sind zehn, elf, zwölf. Wie viele brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12. Unser Raumschiff ist sozusagen fertig geplant. Wir haben genau die Anzahl, die wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob alle ins Raumschiff rein können. Man müsste wahrscheinlich nicht alle reinpacken. Aber wenn, dann verlassen wir natürlich allen den Planeten. Könnte sich irgendjemand freuen, wenn er vorbeikommt und diese Siedlung findet und sich so denkt, wow. Das wäre schon krass irgendwie. Vor allem auf so einem Planeten, der teilweise halt von diesen Stammestypen halt besiedelt wird, ne? Und du kommst halt vorbei und findest so ein Ding, so eine Siedlung. Das ist schon cool. Ist schon fett gemacht, finde ich. Also ist schon cool dann, denke ich mal, wenn man sich das so überlegt. Wäre cool, wenn man so die Sachen
so eine Siedlung halt exportieren könnte, ehrlich gesagt. Und dann einfach mal woanders anbieten könnte, so zum Download. Also, oder beziehungsweise nicht zum Download. Also klar, ich könnte den Safe zum Download danach anbieten. Ist da Interesse dran? Das wäre aber cool, wenn ihr es sagt. Dann mache ich mir die. Also das ist ja wahrscheinlich nur eine kleine Mühe. Würde ich dann wahrscheinlich über Mediafire oder sowas einfach dann hochladen. Ich glaube, der macht sowas mit. Ich dachte eben gerade, der fängt da an zu schießen. Ja, okay, Feuer, Feuer, Feuer. Ich weiß. Das Alpha-Trumbo macht hier mal wieder ein paar Bäume platt. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Was ist das denn hier? Ach, Schocklanze, das war durch das Feld, was dahinter war, so sah das so merkwürdig aus. Hier, um das sah irgendwie in dem Moment, als ich meinte so, hey, was ist das denn? Da war das irgendwie überdeckt mit der anderen Farbe. Wo könnte das gewesen sein? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Sah auf jeden Fall krass merkwürdig aus. Wir haben so viele Tiere jetzt? Oh, krass. Was war das? Jetzt wollte ich eigentlich keins mehr. Ich wäre jetzt dankbar gewesen, wenn keins mehr aufgetaucht wäre. Spiel, nimm das ruhig wieder zurück. Das kannst du behalten. Das brauche ich nicht. Also eine Schiete. Ja, super. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ja, machen wir genauso wie vorher. Ich denke, das ist der safeste Weg. Wir werden hier Stromkabel runterziehen. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo natürlich das Spiel dann genau das wird, was ich eigentlich vorher schon gesagt hatte, was es eigentlich ist. Schwieriger. So. Ich war ja mal ein bisschen irritiert, dass wir eigentlich so relativ wenig Probleme mit dem Spiel hatten. Und ja, da scheint sich das Spiel jetzt gerade ein bisschen für zu rächen. So. So. Da müssen wir jetzt. Ja, also ich mache das auf die gleiche Art und Weise wie vorher im Endeffekt auch. Ich werde die jetzt hier umsetzen so ein bisschen. Der kann dahin, da hat er sogar noch mal ein bisschen. Obwohl für die ist Deckung eigentlich unwichtig, ne? Ja, egal. So, der kommt hier in die Mitte einfach rein. Und dann können wir nämlich nachher mit den unseren Leuten können wir dann von hier hinten angreifen und den wieder in den Rücken fallen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wenn wir jetzt von der anderen Seite mit dem Stromkabel gekommen wären, hätten wir viel mehr Stahl verbrauchen müssen. Wie gesagt, nicht, dass wir jetzt großartig Stahlmangelprobleme hätten, aber ja. Tut ja nicht Not, dass wir dann das Ganze künstlich irgendwie in die Länge ziehen, indem wir dann Sachen verbrauchen, die wir nicht hätten verbrauchen müssen. Ne? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, haben wir hier noch welche stehen? Ich würde da gleich noch ein paar neue bauen, ehrlich gesagt. Sicherheitshalber hätte ich nämlich gerne hier auch noch welche stehen. Ich habe nämlich gar keine Lust darauf, dass dann irgendwie ein kleiner Angriff kommt, parallel von der anderen Seite oder so, und uns hier dann alles wegreißt, einfach nur weil wir dann nichts mehr haben. Ja, dann haben wir das eigentlich soweit vorbereitet. Ich benutze jetzt ehrlich gesagt nicht die Mörser dafür. Dafür stehen mir die Geschütze einfach viel zu nah dran. Wir warten jetzt auf den nächsten Tag, bis die alle vernünftig ausgeruht sind. Macht Deiske bewundert das. Verdammt, ich glaube, Steam ist schnell rechtzeitig gesehen. Hat wahrscheinlich der die Statue bewundert, vermute ich mal. So, dann sind wir mit den Angriffsvorbereitungen auch schon fast fertig. Das eine Ding muss noch umgestellt werden. Ich würde eigentlich auch noch gerne abwarten, dass die hier fertig gebaut werden, die drei Dinger. Einfach sicherheitshalber. Ich möchte einfach nur auf Nummer sicher gehen. Ist an sich nicht notwendig, wahrscheinlich. Aber andererseits, was?
Wodurch sind die denn so übel verletzt? Ei, das ist doch nicht wahr. Ich finde es ja gut, dass du dich... Ach, na klar, ihr prügelt euch vorher und jetzt fütterst du ihn. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist ja nicht zu glauben. Kannst du dich mal hinlegen, bis du vollständig geheilt bist? Da wäre ich dir unglaublich... Ja, na klar, fühlt sich gestört im Schlaf. Hat Nolan beleidigt. Alter, ihr habt euch gerade geprügelt. Er hat dich gerade gefüttert. Aber nein, jetzt, wo du da liegst, du ganz entspannt, da beleidigst du ihn nochmal. Ihr habt sie doch nicht alle. Das ist doch nicht zu fassen. Was tust du? Was reintragen, okay. Aber dann legst du dich danach bitte mal schlafen und zur vollständigen Heilung. Bitte was? Tiere verrückt macht? Okay, alle Tiere? Aber das wäre jetzt echt doof. Nolan ist auf jeden Fall schon wieder verletzt. Ne, immer noch. Kannst du dich mal hinlegen, bis du vollständig geheilt bist? Okay, also anscheinend hat das Signal, Tiere verrückt zu machen, jetzt nur auf einen relativ kleinen Radius hier gewirkt. Da hat man anscheinend nochmal Glück. So, und dann würde ich sagen... Eigentlich hätte ich es gerne, dass zum Beispiel Nolan sich halt vollständig erholt. Also das fände ich schon schön. Andererseits, es ist jetzt nicht unbedingt... Also doch, sie ist schon eine wichtige Kämpferin eigentlich. Und die Dinger hier sind auch noch nicht fertig. Warum nicht? Weil wir keine Bauteile mehr haben. Weil wir keine Bauteile mehr haben. Ich breche hier mal ab. Dann müssten wir die Bauteile wieder haben, ja. Ja, wird wohl doch noch ein bisschen dauern, weil ich schlicht und ergreifend nicht genug Bauteile habe. Das heißt, wenn das nächste Mal Händler vorbeikommen, müssen wir halt Bauteile kaufen. Das ist ja... lässt sich ja machen, ne? Ist ja nicht so, dass das da keine Mittel und Wege und Möglichkeiten gibt, das irgendwie hinzukriegen. Von daher... das kann man ja einrichten. Dann werden wir sicherheitshalber auch vielleicht nochmal für ein bisschen Silber sorgen. Das Ding hier ist ja fast durch, das ist schön. Ja, damit sehen wir aber wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, den Angriff auf das Schiff doch erst in der nächsten Folge. Ich hatte eigentlich gehofft, wir schaffen das noch in dieser Folge, aber ich wollte Nolan vollständig geheilt haben. Ich will das nicht in der Nacht machen, wenn die sich gerade schlafen legen. Oder passt das eigentlich? Ne? Ist der perfekte Cliffhanger. Wir sind gut weitergekommen. Wir haben unsere Uranproduktion hier angeschmissen. Wir haben das Uran nicht nur gefunden, sondern echt produziert. Was echt cool ist, finde ich. Also die Methode ist auf jeden Fall nochmal echt nice. Hier sind wir auch ein ganzes Stück weitergekommen. Hat er schon ordentlich freigegraben. Das ist echt cool gemacht. Also gefällt mir. Ne, es gibt... als Mod ja auch noch die Quarry, aber ich glaube, die benutzt gar keine vorhandenen Materialien. Da gräbt man einfach den Boden aus und kriegt zufällig anscheinend Ressourcen. Ist auch nett, mit Sicherheit, aber das wäre zum Beispiel ein Mod, den ich nicht unbedingt reinnehmen würde, weil der ist mir ein bisschen krass eigentlich. Naja, mal gucken. Gucken wir alles. Wahrscheinlich, ey, der steht hier doof, ne? Der kann nicht vernünftig feuern von da aus. Den setzen wir nochmal um eins um. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt heißt es wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir werden gleich am Anfang der nächsten Folge den Angriff machen. Bis dahin, gehabt euch wohl, alles Gute und ciao.